Hey Leute, und was geht? Jetzt gerade seht ihr mein erstes Gameplay von Black Ops auf diesem Kanal. Ich habe das Gameplay vor ein, zwei oder vielleicht 3 Tagen erspielt, weil ich habe Black Ops genau am Release bekommen. Und ja, nicht einen Tag früher, nicht einen Tag später. Es ist auf der Map Drohne. Mir gefällt diese Map gut. Ich hatte da mit der Vector gespielt. Den Lasermarkierer als Aufsatz und den Schalldämpfer. Was ich noch dabei hatte, haben Perks, das kann ich euch gerade nicht sagen. Aber ich glaube, ich hatte keine zweite Waffe dabei. Dafür hatte ich eine, ich glaube, extra mehr oder so. Und wie ihr seht, ich habe die Drohne dabei, Vorräte und die, ich sag jetzt mal Predator. Ich weiß nicht, gerade nicht genau, wie sie heißt. Und das Gameplay, ja, also an sich, mir hat's gut gefallen. Zum Schluss kam dann noch ein kleiner Cut rein, weil da ein Fehler mit der Aufnahme war. Da sieht man noch den Score, den ich eigentlich relativ okay finde für die ersten paar Games Black Ops 2. Aber ich finde, das Spiel ist einfach mega gelungen. Mir macht super Fun. Ich habe gerade noch eine Runde Zombie-Modus gespielt mit zwei solchen Noobs aus meiner Schule und ja. ich denke mal, dass die beiden sich wahrscheinlich auch das Video angucken werden. Also, hi Koray, hi Fabian. So, hab euch mal gegrüßt. Und ja, jetzt kann ich mir mal ein Thema ausdenken, worüber ich sprechen will. Wieso nehme ich nicht immer an sich das Spiel? Ich kann euch jetzt mal genau meine Meinung sagen, wie ich das halte. Also, ich persönlich würde dem Spiel, denke ich mal, eine 2 bis 2 plus geben. Mir gefällt das super gut und ich kann euch ja mal jetzt genau erzählen, warum 2 bis 2 plus und keine 1 oder warum keine 3 oder sonstiges. Bei mir ist es so, das Negative an der Sache, finde ich, ist, dass wenn man den Kinomodus, so wie es jetzt bei mir aufgenommen ist, es ist jetzt über den Kinomodus aufgenommen, das finde ich nicht so schön. Daran, man sieht jetzt die Killstreaks, ja doch, die Killstreaks sieht man. Man sieht nur die Abschusscam nicht, wenn man stirbt, also die Abschusscam, wenn man, also der letzte Kill halt, ne, ihr wisst, was ich meine. Und man sieht nicht die Cam, wenn man da von jemandem getötet wurde. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich schade. Das gilt genauso für irgendwelche Abschussserien, die ihr mit diesem Koffer, sag ich mal, bedienen müsst. Sprich, dass ihr zum Beispiel Hellstorm-Rakete heißt die, glaube ich. Also dieses Predator-Teil. Da werdet ihr noch später im Gameplay sehen, wenn ich die einsetze, guckt ihr wahrscheinlich die ganze Zeit auf den Koffer, meine ich, so wäre das gewesen. Und das ist halt, dass das nicht so schön ist daran. Also da war der Kinomodus viel besser bei MW3. Aber man kann ja auch nicht alles haben, ne? Es gibt auch wieder Geist und sowas. Aber bei Geist finde ich, die gute Sache ist, die schaltet man ab Level 55 frei. Und die Frage, die, also die Sache, die jetzt bestimmt viele fragen, ist, hier, wann schaltet man den Geist frei? Nicht, dass man das Level 13 oder so freischaltet. Nein, das schaltet man erst mit Level 55 frei. Und ich glaube, ich habe mich gerade wiederholt. Scheiße. Ach egal, leck mich. So, ein Prestige geht bis Level 55 und hier, also mit Prestige habe ich erst einen einzigen gesehen, aber ich habe noch ein paar gesehen, die kurz vor dem Prestige waren, unter anderem auch ein paar von meinen Freunden. Aber ich sag's mal so, solange mir das Spiel Spaß macht, brauche ich nicht unbedingt Prestige. Aber ich bin jetzt, glaube ich, Level 29 oder so, 0 Prestige. Und ja, es ist ja jetzt, also heute ist Freitag, wo ich das aufnehme. Ich weiß nicht, entweder werde ich das heute Abend hochladen oder morgen. Das kann ich nicht so genau sagen, weil ich noch zu einem Freund gehe. Und von daher, es kann sein, dass auch noch ein Zombie-Gameplay kommt. Aber dann suche ich mir mal ein paar gescheite
Spieler aus. Und dann habe ich dazu noch eine Frage zu dem Zombie-Gameplay. Soll ich das mit der Stimme aufnehmen und dem, also mit der Stimme und halt von dem anderen mit der Stimme? Weil das Problem an der Sache ist, beim Zombie-Modus tue ich kaum sprechen. Also, dass ich dann fast hauptsächlich nur stumm bin. Und ob sich das dann lohnt, überhaupt dann extra ein Live-Commentary daraus zu machen, das ist jetzt die Frage. Und ja, ich bin gerade abgekommen, was mir an dem Spiel gut gefällt und was schlecht. Jetzt komme ich mal zu den vielen guten Sachen. Es gibt jetzt einen Zombie-Kino-Modus. Da könnt ihr auch die letzten Games sehen, die ihr im Zombie-Modus gespielt habt. Und das finde ich auch ziemlich nice, weil wenn ihr dann kleine Stellen da rausschneiden wollt, wie ein Easter Egg oder, ja, okay, Easter Egg ist nicht klein, aber wie ein Easter Egg oder so. Zum Beispiel da mit nach der Untoten, wenn man den Transit-Modus spielt, dass man die Map da findet. Zum Beispiel sowas kann man sich da schön dann im Kino-Modus dann nochmal angucken, kann man es schön aufnehmen und nachkommentieren zum Beispiel. Das gefällt mir wiederum sehr gut. Und alleine schon der neue Klasseneditor. Der Klasseneditor hat sich grund auf geändert. Das finde ich auch. Ja, ich finde den neuen Klasseneditor recht gut. Man hat jetzt auch noch eine neue Funktion, diese Wildcards. Das heißt, dass wenn ihr eine Wildcard einsetzt, es gibt zum Beispiel welche für, bekommen sie ein extra 3 Perk mehr, als sie sonst mitnehmen können oder so. Halt, ihr könnt ja immer nur ein extra 3 Perk mitnehmen und so könnt ihr dann, wenn ihr diese Wildcard aktiviert, 2 extra 3 Perks mitnehmen. Aber diese Wildcard zählt immer ein Punkt von den Sachen, die ihr mitnehmen könnt, weil ihr könnt insgesamt nur 10 Sachen mitnehmen und ja, das ist das Problem an der Sache, weil sonst könntet ihr euch ja eine totale overpowerte Klasse machen. Und das finde ich auch relativ gut, wobei ich dann immer gucke, weil ich meistens 3 Aufsätze mitnehme, weil ich mich bei den Aufsätzen nie so entscheiden kann. Da wird es dann immer blöd, weil eine Zweitwaffe ist immer gut, wenn man, wenn euch mal, ich sag jetzt mal, ich spiele ja hier gerade mit der Vector, wenn euch die Munition ausgeht, ihr seid mitten im Kampf, wechselt ihr einmal kurz und dann habt ihr schon eine Pistole und könnt den Gegner damit töten. Das ist immer sehr von Vorteil, deswegen spiele ich jetzt mittlerweile auch mehr mit einer Pistole. Und ja, also das Gameplay ist halt noch von Anfang. Und ich finde, ja, ich finde das Spiel einfach geil. Es ist geil. Und mit dem neuen Punktesystem, das hat sich jetzt nicht so viel verändert, würde ich mal sagen. Aber es ist schön, weil also es ist schwieriger gemacht, finde ich, als normal. Als wie wenn man normal spielt. Aber das finde ich auch das Gute an der Sache. Und ich verstehe gerade nicht, wieso der eine Typ mich da gerade nicht gesehen hat, wo ich geballert habe. Ja, ich finde die Punkteserien, die kann man nicht so schnell aufsteigen. Ich finde es sogar manchmal sogar schwer, wenn ich irgendwelche Spiele spiele wie Herrschaft oder so. Da komme ich manchmal sogar schwer an eine Drohne ran. Also, ja, nicht unbedingt schwer, aber es war in MW3 viel leichter, so sag ich's mal. Und so wie ihr gleich sehen werdet, die Drohne, wenn ihr die in der Luft habt, gibt ihr euch Assists, sogenannte Drohnen-Assists. Die kommen dann zu eurer Abschussserie hinzu. Das sind immer 10 Punkte, die ihr dann dazu bekommt. Und die können auch noch viel ausmachen. Die hatten mir neulich da, wo ich zu einer großen, ich komme gerade nicht drauf, zu einer großen Abschussserie gekommen bin, haben die mir ziemlich dabei geholfen, dass ich die dabei hatte. Und das war ziemlich gut. Ja. Und ach so. Ja, ich habe gerade hier auf das Gameplay geguckt. Was gibt's noch zu sagen? Ach so, ja. Es ist jetzt nicht mehr so krass, dass wenn ihr bei MW3 zum Beispiel, wenn ihr einen Reaper hattet, dass ihr dann direkt auf den Oathbreaker gekommen seid wegen den Killstreaks. Das ist jetzt nicht so. Ihr bekommt, wenn ihr pro Dings da Boomster, leck mich. Wenn ihr pro Heli oder so, den ihr oben habt, halt pro Kill davon, kriegt ihr 25 Punkte dazu und dann halt nicht 100 Punkte oder so, wie ihr normalerweise bekommen hättet, weil sonst könnte man so schnell an
wie heißt es, an Punkt-Streaks drankommen. Und das finde ich ist auch gut so gemacht. So muss man mehr oder weniger sich alles per Waffe erspielen. Und ja, also ich finde es praktisch, wenn man Abschluss bestätigen spielt, weil dadurch bekommt man pro Münze, die man sammelt, ein Kill. 100 Punkte. Und da ist das Spiel auch schon zu Ende. Ich habe jetzt 10 Minuten durchgelabert und ich bin raus. Ciao, euer ReborneX HD.